Hallöchen, hier ist wieder euer Kunde. Das ist Mass Effect Andromeda. Geleitet Davon ist fragt, der ob Sie mal vorbeikommen können. Gil. Okay. Wo ist denn Gil? Das ist Suvi. Ich habe ganz vergessen abzuspeichern. Ich kann nicht abspeichern. Naja, ich rede gleich mit denen allen. Ich wüsste auch gar nicht, ich weiß auch gerade gar nicht, wer Gil ist. Ah, da ist der Architekte. Orte einen Reliktarchitekten. Nun denn. Benennung der Toten, Freund Jarl Amadaraf, Freund oder Feind? Oh, sag bloß, ich habe immer noch nicht alle Missionen gemacht. Oh, mache ich später weiter. Ah, wo ist sie? Ach, da ist Volt. Na ja, dann fliegen wir jetzt aber erstmal zur Nexus. Wobei, nein, von der Nexus fliegen wir dann am besten direkt weiter nach Vol, weil ich wollte erstmal alle möglichen Außenmissionen machen, bevor ich wieder zurück zur Nexus fliege. Und nach Volt fliegen wir schnell nach Kadara, um dort die allen möglichen Missionen zu machen. Vielleicht machen wir doch noch unseren Außenposten, je nachdem, wie wir mit den Leuten dort zurechtkommen. Und ja, mal schauen. Gib mir mal kurz eine Sekunde, ich habe was ganz vergessen. So, da bin ich auch schon wieder. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Beginne mit dem Anflug. Ja, unser kleiner Eisplanet. Forward Orbit ist stabil. Bin gespannt, ob sich hier was getan hat. Nett. Nähern uns der LZ. Ich fände es ja cool, wenn beispielsweise unsere Erde auch so einen Ring hätte.
Naja, der Planet ist immer noch ein Eisklotz. Also, was haben wir hier alles zu tun? Genug. Da ist der Reliktarchitekt. Was haben wir da? Wisst ihr was? Ich porte mich mal eben hier hin. Das wohl ist? Keine Ahnung. Aber kümmern wir uns mal eben um den Architekten. Dann haben wir wenigstens auch den hinter uns. Ich registriere einen Temperaturabfall. Aber noch keinen gefährlichen Temperaturabfall. Gleich müsste er auftauchen. Da. Hey, ich hab... Wir kriegen's mit einem Architekten zu tun. Werden wir schon schaffen. Muss nur an einen Ort, wo ich auch Munition finde. Am besten da oben drauf. Geben Sie sich die Beine vor. Scheiße. Bringen Sie sich unverzüglich in Sicherheit. Er darf sich nicht reproduzieren. Okay. Fuck. Das schaffen wir nicht. Nein, das schaffen wir nicht. Es ist... Ich verstehe es nicht. Es ist zu kalt. Es ist einfach zu kalt. Ich muss warten, bis die Temperatur auf dem Planeten gestiegen ist. Dann kann ich mich auch hier um alles Mögliche kümmern. Also jetzt kann ich nur ein paar Kleinigkeiten auf Volt machen. Was haben wir denn hier für kleine Missionen? Nee, das nicht. Gibt es denn nichts, was auch angegeben ist? Kettgeräte zerstören. Das können wir machen. Ich registriere einen Temperaturabfall. Ich muss mich ja auch noch um die Arche der Turianer kümmern. Ah.
Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Haben da drüben jede Menge Schrott gehortet. Sieht aus, als wären die Cats schon vor uns hier gewesen. Cool. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Hier wimmelt's nur so von Cat. Dafür muss es irgendeinen Grund geben. Oha. Haben Daten in diese Konsole eingespeist. Dann gehen wir der Sache mal auf den Grund. Sehr schön, jetzt habe ich einen weiteren Schuss. Irgendwas Neues? Was haben Sie hier gemacht? Meine Analyse läuft. Sie haben Daten gesammelt, um die Relikte als Waffen einzusetzen. Sie haben was gemacht? Hatten Sie Erfolg? Bisher noch nicht. Aber es gibt in diesem Gebiet noch weitere Ausgabegeräte. Ihre Zerstörung wird das Vorhaben der Cat endgültig zunichte machen. Aber wirklich. Was der da wohl macht? Da kommen Sie! Hey. Stärke sämtliche Schilde. Das war der letzte. Thank you.
Nee, an den kam ich noch nicht dran. Was war das? Sagen, warum öffnet sich die Tür denn nicht? Das war knapp. Meine Güte, sind die nervig. Wird sich freuen, dass wir ein weiteres dieser Geräte gefunden haben. Auf jeden Fall. Warum tauchen die einfach so auf? Weiteren Ausgabegeräte, Pathfinder. Das Signal ist offline. Gut. Benachrichtige den Widerstand. Er sollte darüber Bescheid wissen, was die Cat hier vorhat. Verstanden. Da geht's ganz schön tief runter. Da ist zu. Das heißt, jetzt können wir hier wieder raus. Meine Güte. Registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Eigentlich hat es noch keinen großen Sinn, hier weiterzumachen. Kleine Missionen. Erinnerungsauslöser.
Viel gibt's dir gerade nicht zu tun, das heißt also. Zurück zu Tempest. Ja, ich schau mal. World Orbit ist stabil. Schauen wir uns mal die neuen Systeme eben an. Planeten, die nicht nur im Kreis herumfliegen. Oh, man sehe sich mal hier die Geißel an. Hieß es gleich noch. Boah, weit verzweigt. Nichts. Nichts. Der hat aber was. Er hat irgendwas hell geleuchtet. Sieht aus wie ein Satellit. Anomalie auf den Sensoren. Sonde unterwegs. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Okay, dann nicht. Dachte schon, war nur ein sehr großer Asteroid. Der hat sogar doppelte Ringe. Wie geil ist das denn? Abflug. Das war früher wahrscheinlich ein größeres System. Vor der Geißel. Ein Grund mehr, um alles zu dokumentieren. Oha, sag bloß nur zwei Planeten. Anomalie auf den Sensoren. Zwei bis drei Planeten nur. Boah. Sonde gestartet. Erhalte Scandaten. Asteroid. Ein sehr komisch aussehender. Vanadium. Anomalie geortet. Sonde unterwegs. Stimmt wieder ein ja. Ein Asteroid, allerdings nur ein großer. Oh. Vor der Geißel waren die Asteroiden um Kamirono ein Mond mit einer kleinen angaranischen Kolonie. Der Mond und die Kolonie existieren schon lange nicht mehr. Sehr schade.
Okay, ein Gasriese fast ohne Atmosphäre. So darf man sich das also vorstellen. Beziehungsweise das war anscheinend mal der Erdkern von dem Planeten. Welcher nach außen hin immer weiter erkaltet ist. Viel war hier nicht, nur ein paar Erfahrungspunkte. Gut, dann mal eben nach Kedera. Wobei, wisst ihr was? Ich mache Kedera im nächsten Part. Kümmern wir uns jetzt erstmal um diese neue Welt. Aha. Nix. Scheinen auch wieder Rohstoffe zu sein. Ich habe etwas gefunden. Ah, ein Vulkan. Das ist eine Rauchwolke, sieht gar nicht aus wie eine. Okay. Sieht überhaupt nicht aus wie eine Gaswolke, sieht eher aus wie irgendwie was rausgeflossen ist. Ja, sogar wie eine Art Eisschicht. Landezone? Eine Landezone auf einem Asteroiden, wow. Warum nicht? Sehen Sie sich das an. Die Geißel hat hier ganz schön gewütet, was? Und das sollte die Heimat der Turianer werden. Jetzt haben die Exilanten hier das Sagen. Die kosmische Strahlung ist enorm hoch, Ryder. Sie müssen im Nomad bleiben. Was nutzen diese schicken Anzüge, wenn sie die Strahlung nicht abhalten? Unter normalen Umständen tun sie das durchaus, aber das Magnetfeld des Planeten wurde gestört, als er zerbrochen ist. Es gibt keinen Schutz vor kosmischer Strahlung, die einen auf molekularer Ebene zerfetzt. Dann bleiben wir wohl besser im Nomad. Landungstriebwerk gezündet. Viel Glück, Ryder. Na toll. Scheint ziemlich groß zu sein. Was soll das heißen? Ryder? Sagen Sie mir, dass Sie nicht...
Aber Gelb! Scheiße. Da ist also schon mal Ende. Ja. Ich glaube, hier ist die Anziehungskraft sogar so niedrig, ich brauche noch nicht mal großartig Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Ich brauche nicht mal großartig den Allradantrieb. Abbauzonen wurden ihrem Nav-System hinzugefügt. Pathfinder. Sam, was ist das? Eine Bergbaukuppel, Pathfinder. Sobald sie im Inneren sind, müssten sie den Nomad verlassen können. Und was ist mit dieser irrsinnig hohen Weltraumstrahlung? Die Struktur der Kuppel verhindert das Eindringen kosmischer Strahlung. Hey! Hatte recht. Wir sind überall Exilanten. Was wollen Sie an diesem Ort? Pathfinder, ich orte in der Nähe ein Datenset. Es könnte uns Antworten liefern. Verstanden. Ganz schön viel Nickel hier. Hui. Gibt's hier auch eine künstliche Schwerkraft? Wo ist denn das Datenpad? Da drin? Da. Es gibt hier zwar jede Menge Helium-3-Erde, aber ich glaube, wir werden sie recht schnell aufbrauchen, wenn wir hier fertig sind. Kehren Sie zur Basis zurück. Crax lagert das Zeug mit dem Rest. Sie fördern Helium-3? Die Hauptkomponente bei der Herstellung von Shuttle-Treibstoff, Pathfinder. Es kann außerdem zu hochwirksamen Sprengstoffen verarbeitet werden. Das hat uns gerade noch gefehlt. Exilanten mit Sprengstoff. Wir müssen in diese Basis. Der beigefügte Zugangscode ist nur ein Fragment. Die Daten hier deuten jedoch auf weitere Bergbaukuppeln hin. Ich habe Ihrer Karte die Standorte hinzugefügt. Richtig schön viel Nickel. Überfragt, aber wer auch immer er ist, es klingt, als hätte er irgendetwas vor.
Das ist beunruhigend. Juhu! Aus, als hätten sich die Exilanten hier häuslich eingerichtet. Kleinigkeit. Das ging schnell. Macht er denn? Haust du etwa gerade ab?
bist du denn? Für die zweite Kuppel ist ein Zugangscode erforderlich, Pathfinder. Zugangscode, könnte ja nur da sein. Oder auch nicht. Bist du da reingekommen? Für die zweite Kuppel ist ein Zugangscode erforderlich, Pathfinder. Zweite Kuppel ist ein Zugangscode erforderlich, Pathfinder. Die Frage ist, wo ist der Zugangscode? Tja. Ich stehe gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Da könnte was sein. Oder auch nicht. Wir können ja erstmal zur anderen Kuppel fahren. Gibt sowieso noch zwei weitere anscheinend.
Juhu. Verdammt nochmal, Ryder! Hoppala. Konnte ich doch nicht wissen, dass es da runter geht. Verdammt nochmal, Ryder! Was ist denn? Schon wieder runtergefallen? Eieieiei, es war ja wirklich knapp. Verdammt nochmal, Ryder! Da ist doch nichts, halt doch die Klappe endlich mal. Ich hatte so eine schöne Meinung von dir. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Nicht nach unten sehen, Leute. In der Region sind Abortzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie ihrem Nav-System hinzugefügt. Was ist denn jetzt los? Meine Güte, Mädels, jetzt übertreibt mal nicht. Trotz allem, was hier schiefgelaufen ist, dieser Anblick ist einfach atemberaubend. Mädels haben die ganze Zeit Schiss, dass ich irgendwo runterfalle. Und das kann noch so eine tolle Brücke davor sein. Attacke. Seid ihr denn alle? Gesetzlose, halten Sie die Augen offen. Das nenne ich Teamwork. Oh,
Och nö. Ist klar, und auf einmal kann er sich nicht mehr bewegen. In der Nähe befindet sich ein weiteres Datenpad Pathfinder. Dieser Crax scheint die Helium-3-Förderung zu leiten. Er ist derjenige, den wir aufhalten müssen. Der Zugangscode ist noch immer unvollständig, Pathfinder. Ich brauche noch ein weiteres Fragment. Ah, da.
und raus hier wieder. Echt verrückt, dass dieser ganze Staub voller kostbarer Ressourcen ist. Das ist eine Auswirkung der Solarstrahlung. Sie ist außerdem mit dafür verantwortlich, dass dieser Planet derart gefährlich ist. Da vorne. Komm genau rein. In die Luftschleuse fahren, Pathfinder. Ob das so klug ist, ist eine andere Sache. Ich habe ein Datenpad geortet, Pathfinder. Schauen wir erstmal, was hier auf der ersten Ebene ist, und dann können wir auf die zweite raufgehen. Überall Kram, der hier rumliegt. Sam, hast du das Fragment? Ja, der Zugangscode ist vollständig, Pathfinder. Ich markiere die Exilantenbasis in ihrem System. Da war ich ja schon. Machen wir dem, was auch immer Cracks vorhat, ein Ende. Da liegt ja noch was. So, die Exilantenbasis ist da. Da ist unser nächster Punkt. Müssen wir auch nicht mehr über die Schlucht, und dann können sie mich auch nicht mehr anschreien. Wuhu! Thank you.
Hoffentlich ist das Viech nicht mehr im Felsen. Das hat also die ganze Zeit genervt. Ich glaube, ich werde auch die Klebegranatenpistole austauschen durch irgendeine starke Pistole, welche mit einem Schuss ordentlich Wumms macht. Jetzt müsste ich mal schauen, was das für eine ist. Ein Kroganer. Ein Kopfschuss aus nächster Nähe. Seine Leute wären erledigt. Aber was hatten sie vor? Ich orte in der Nähe ein Audio-Log-Pathfinder. Es könnte die entsprechenden Informationen enthalten. Kommen Sie mir nicht mit Ausreden, Krax. Der Staub an der Oberfläche ist nicht genug. Um diese Kolonie der Initiative auszulöschen, brauchen wir verdammt viel mehr Helium-3. Ich weiß, diese Reliktfräse im Gewächshaus wird funktionieren. Also setzen Sie sie in Gang. Elora, Ende. Sie wollten die Kolonien angreifen. Aber sie konnten offenbar irgendeine Reliktfräse nicht aktivieren. Sam. Durch eine aktive Reliktfräse würde mehr Erdreichterstrahlung ausgesetzt, was die Helium-3-Produktion exponentiell erhöhen würde. Wenn meine Berechnungen korrekt sind, könnte dieser Planet die Schiffe der Nexus etwa 368 Jahre lang mit Treibstoff versorgen. Ja. So viel Treibstoff könnten wir unzählige neue Welten entdecken. Wir müssen diese Fräse in Gang setzen. Ich habe das Reliktgewächshaus auf Ihrem Display markiert. Cool. Wenn Elora genügend Helium-3 gefördert hätte, um die Kolonie zu bombardieren. Ich rate von hypothetischen Überlegungen ab, Pathfinder. Ich habe den Nexus über die Situation in Kenntnis gesetzt. Dieser Planet wird von Patrouillen überwacht werden, um sicherzustellen, dass das Helium-3 unter ihrer Kontrolle bleibt. Trotzdem, wenn ich dieser Elora je begegne, werde ich mal ein ernstes Wörtchen mit ihr reden. Wenn wir doch nur so viel auch in Mass Effect 2 gehabt hätten.
Wohl da. Yep. Machen wir mal eine Schnellreise, haben wir den Weg wieder kürzer. Aber wir müssen noch mal über die Schlucht anscheinend hinweg. Ach, jetzt schreien sie nicht, oder was? Was machst du da? Immerhin, hier scheint keiner zu sein. Nun, ich würde sagen, das ist dann erstmal das Ende von diesem Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Das war Mass Effect Andromeda. Ich war euer Con. Das da ist Max. Und das war's für heute. Tschüss, bis denn.